Hallo und herzlich willkommen zurück bei Return. Wir sind jetzt hier, wir haben in der letzten Folge hier einen stark gepanzerten Gegner umgebracht. Wir haben leider unser Rekonstruktor-Ding schon benutzt. Wir haben jetzt noch dieses Harz-Ding. Und wir gucken mal, was uns jetzt hier hinten... Wie geht's hier weiter? Was hängt denn da oben? Was ist das denn? Ist das jetzt ja auch so ein Zwischenraum? Moment, machen wir nehmen erstmal das hier schnell mit. So. Oh, da können wir uns heilen. Ist es? Ja, so ein Heilding. Hallo, guten Tag. Kann zur Wiederherstellung und Erhöhung von Unversehrtheit benutzt werden. Ich weiß immer nicht, wenn man sich da drauf legt, ist das. Macht das, bringt das die Unversehrtheit zurück und erhöht sie? Oder ist nur eins von beiden, je nachdem, was eben halt gerade ansteht? Weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn ich jetzt hier reingehe. Fühlt sich irgendwie schlimm an meinem Controller, ehrlich gesagt. Irgendwas höre ich auf dem linken Ohr. Ich habe sehr viel Angst, ich gehe wieder zurück. Wenn ich Dinge auf meinem Ohr höre, finde ich das etwas ungeil. Oh, das finde ich aber auch ungeil hier. Ich habe kein Geld. Oh, das ist kostenlos. Ja, kostenlos nehmen wir natürlich mit. Das muss sein. Cool. Okay. Ein bisschen verbrannt sieht es hier aus. Ja. Kam, glaube ich, von da vorne. Da ist das andere Ding. Hier geht es irgendwo weit. Da können wir doch aber auch hin. Hä? Ach, hier kam er zurück. Ein bisschen komisch. Okay, da kommen wir nicht. Kommen wir nicht hin. Was ist jetzt mein Problem? Ich habe ein sehr starkes Problem. Mit beiden Seiten. Sie enden beide hier in sowas. Ach du Scheiße. Angst. Ich habe es schon angelockt, glaube ich. Mist. Oh ja. Oh ja. Irgendwas kommt jetzt hier um die Ecke, glaube ich. Ach nee, doch nicht. Oh Mann, ich habe so eine Angst. Soll ich lieber hier zurückgehen? Soll ich über die andere Seite nehmen? Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Was kann uns passieren? Wir kommen daher, müssen da... Oh. Oh, aber das ist garantiert eine Arena hier. Das sind aber drei Kisten. Hm. Selina, was machen wir jetzt? Wir laufen erstmal nicht hier hin. Das ist auf jeden Fall ganz... Ach du Scheiße. Ey, der kommt einfach hierher. Das ist halt echt blöd an diesen Arealen. Komm bitte um die Ecke. Mist. Hat ja mal gar eine Bewegungswahrscheinlichkeit für Harz erhöht. Aha, ja. Ja, sehe ich total hier. Okay, gut, wir haben die beiden jetzt umgebracht. Jetzt können wir auch hier reingehen. Glaube ich. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Okay. Gut. Das, Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Gott. Seid ihr doof oder was? Ich bin voll erschrocken. Und das sind immer noch welche. Was ist denn das für ein beschissenes Areal? Was ist denn hier nur los? Sind das nur die? Ach du Scheiße. Wie soll ich denn das bitte schaffen? Kommen Sie jetzt um die Ecke, bitte.
jetzt so blöd. Da ist doch noch so einer, noch so ein beschissener Empfehlungsjäger. Ach, der Scheiße. Hätte ich doch hier drüben reingesollt. Sollen wir hier nochmal kurz gucken? Gehen. Gott will nicht sterben. Okay. Irgendwo warten. Ach du Scheiße. Oh nein. Jetzt habe ich sie beide angelockt. Oh Gott, ich bin aber auch dumm. Ich kann mich nicht entscheiden, welche. Ich hätte lieber die Richtung gehen sollen. Scheiße. Ach, ich bin doch bescheuert. Ich kann mich doch hier drauflegen. Das habe ich völlig vergessen. Ja, der macht mir immer noch Angst. Och nee, ey, wisst ihr was? Wisst ihr was? Hey. Hey. Ich dachte, wir haben die Suchdinger. Gehen die bitte. Mal hier. Ich glaube, das will ich nicht. Hallo. Hier war doch noch einer. Der war doch nicht alleine hier. Kann mir doch keiner erzählen. Hallo. Oh. Okay. Oh, liegt da noch was etwa? Nein! Ich bin vorbeigehüpft. Verdammt. Kann man hier? Bitte keine Gegner. Bitte, bitte, bitte. Nö. Ach, das hab ich schon gedacht. Ich muss alles nochmal laufen. Da drüben könnt ihr jetzt ruhig mal... Oh nein, oh Gott, das ist so eine komische Kiste. Oh, die nehmen wir doch mit. Aber hier muss irgendwo noch was liegen. Ach so. 27 Kammer.
braucht ihr keine Gegner. Bitte. Das sind doch Zusatzdinger. Wieso sind da Gegner drin? Was ist denn hier los? Helen. Ach, das ist wieder so ein Parasitenentferner. Haben wir überhaupt einen? Wir sind parasitenfrei. Parasit erforderlich. Wir haben leider keinen. Tut mir leid. Toll. Kein Parasit da. Wisst ihr, was das heißt, Leute? Wir müssen jetzt tatsächlich darüber. Was liegt denn hier überhaupt? So. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Also auf jeden Fall ist hier noch ein Empfindungsfähiger. Hallo? Hallo? Wo ist er? Der kommt doch auf mich zu. Ach nee, das ist kein Empfindungsfähiger. Was das? Kommen wir hier wieder hoch? Oder können wir reinbrechen? Da können wir mal richtig brechen. Oh Gott, das erschreckt mich immer noch total. Was ist denn hier los? Wieso ist das hier so unübersichtlich? Ich kann sowas nicht leiden, wenn das was unübersichtlich ist. Und hier, Harz. Ach nee. Oh ja, klein. Klein nehmen wir mal mit. Was ist das? Hä, hier ist gar nichts. Hä? Ich bin gerade äußerst verwirrt. Ach, da hinten ist eine Kiste. Hä? Guck mal, ein Gryffindor-Dingsbums. Ich weiß nicht, was mir dieses Geräusch sagen will, ehrlich gesagt. Ja. Gucken erstmal, was hier gibt. Oh. Guten Tag. Ja. Oh, was macht die? Oh, was ist aber da? Altvolkmilieu. Ja. 125. Okay, besser als Bodendorn. Also Bodendorn brauchst du ja hier mal wie ein Husten. Ich würde gerne. Ich bin gerade verwirrt. Sehr verwirrt, muss ich sagen. Wo ist die doofe Kiste? Hier war doch irgendwo eine Kiste. Ach, da vorne. Okay. Wir gehen mal ganz kurz hier runter. Wir machen mal diese Wirbelsäule kaputt, weil die mich aufregt. Mal hier. Ach, hier war doch irgendwas zum Runterfallen. Ich habe aber Angst beim Runterfallen. Wir machen erstmal die Kiste auf und hoffen, dass uns da nichts umbringt. Bitte nicht. Okay. Gut, wir haben jetzt wieder einen Obelitzsauger. Ich werde ihn hoffentlich nicht wieder benutzen, wenn es eigentlich keinen Sinn ergibt. Da vorne, da wollte ich reinfallen. Ich wollte mich reinfallen. Bin nämlich in Angst voll. Angst dafür. Angst voll. Machen wir eigentlich Fußstapfen? Oh ja, voll geil. Bitte nicht. Bist du? Eieiei, was haben wir jetzt überhaupt eingesammelt? Wir müssen hier weg. Oh Gott, wir gehen jetzt hier raus. Scheiße. Scheiße, das war aber nicht gut. Das war gar nicht mal so gut. Was habe ich überhaupt eingesammelt? Ja, ne? War gar nicht mal so geil jetzt. Ich hätte gerne etwas zum Speichern. Ist das eine große Welt? Hallo. Gut, hier ist Wind. Nein!
Hier habe ich schon Angst vor Wind, ey. Oh! Nein! Da ist er hinten. Okay, wo kann man hier hinreisen? Auch mal mit. Oh Gott, das war aber knapp jetzt. Zum Glück hatte ich diesen Obelisk sauber dabei. Was ist denn jetzt hier los? Wo kann man jetzt hier überall hin? Äther. Okay, wir haben ein Äther bekommen. Ich würde am liebsten nochmal ätherieren, aber wir haben nichts. Wir dürfen in dieser Welt nicht nochmal ätherieren. So, hier hätten wir uns einfach nur verstecken können. Ich finde das nicht okay, dass du keinen Kopf hast. Tut mir leid, du musst sterben. Wo kommen wir denn bitte hier hin? Ach so, das sind diese die Hin- und Her-Fahrer. Ach, da oben kommen wir nicht hin. Sollen wir vielleicht erstmal das hier machen? So eklig. Aber ich mag die Sequenz, die ist so gestochen scharf. Okay, jetzt kommen die Typen wieder da und wollen wieder, dass ich sie umbringe. Ich weiß, wo ihr seid. Hä, wo seid ihr denn? Hä, wieso ist hier niemand? Okay. Alles klar. Ich habe mich vertan. Irgendwie habe ich mich vertan. Ich habe noch einen Schlüssel übrig und wir müssen da dieses Ding benutzen. Da oben kommen wir nicht hin, weil das eben halt nicht geht. Oh Gott, wir sind da hoch. Bitte trefft mich nicht, ich habe Angst. Oh, sieht schon cool aus. Aber auch so furchteinflößend. Ihr betet den Berg an, das finde ich sehr gut. Also betet ihr mich an. Na, Transduktor. Ich hätte gern so eine Dingsbums-Figur, so eine Astronautenfigur, bitte. Du Scheiße, ist das jetzt eine Arena? Nicht wirklich speichern. Wir sind bestimmt bereit. Ziel erreicht. Was? Zähl uns den Scheiß. Die Energiesignatur ist hier. Das halte ich aber für ein Gerücht, was die da erzählt. Das hier ist doch nur dafür da, dass man glaubt, man kann da hoch, oder? Wir gucken uns erstmal die Aussicht an. Ich habe das Gefühl, hier bin ich noch sicher. Ist es nicht wunderschön hier? Oh nein. Oh nein. Die sind doch hier alle am Abnippeln. Oh Gott. Oh Gott. Hier kommen doch jetzt 10 Empfindungsfähige, die böse sind. Da drüben sind sie schon, die warten schon auf mich. Finde einen Weg, das Tor zu erreichen. Ja, na, wir brauchen erst dieses komische andere Ding da. Das hier brauchen wir doch. Bitte kommt keine Gegner. Wir erblickten zahllose Arme, die nach dem Schöpfer-Zerstörer griffen. Einem Wesen, das wir nicht verstanden. Aber selbst nach zahllosen Festmählen an seinem Verstand waren sie nie zufrieden. Durch das Verarbeiten könnte es ohne Leid für alle Ewigkeit entkommen.
Ist voll unfair. Ich hätte gern einen Haken. Ich hätte gern einen Haken. Mein Rätsel, den Kling. Oder von da unten geht's voll ab, ey. Also da geht gar nichts ab, aber. Ach du Scheiße. Oh Gott. Gut, geht's denn da hin? Ist da irgendwas Geheimes? Nee, das nur damit man nicht runterfällt. Oh, was hat hier? Da liegt was. Was ist das denn? Das ist doch... Nein, ich habe keinen Haken. Wo kriege ich denn den Haken her? Ey, ich will da nicht hin. Wie komme ich denn zu dem doofen Tor? Ey, hier, helf mir. Oh nein. Das ist doch jetzt der Endgegner. Oh Gott, oh, wie das der Endgegner ist. Ach du heilige Makrele. Kriegen wir von dem den Haken? Ich bin auf Hakensuche. Auf Hakensuche. Oh Gott, ist das eine Arena? Das ist voll die Arena. Ich hab voll Angst. Der sieht aus wie ein Krabbelkäfer. Okay, gut. Wir sind jetzt mal ganz... ich weiß auch nicht. Ein Fliegevieh! Ach nee, doch nicht. Oh, der sieht ja geil aus. Aber er hat voll die... Er ist ein Fliegevieh. Er ist ein Fliege... was auch immer er ist. Flugfähige Fauna entdeckt. Was wächst da aus ihr heraus? Was? Das weiß ich doch nicht. Celine. Oh. Ah. Hör doch auf, ey. Well. Gut. Well. Lass mich bitte in Ruhe. Gott, wo ist er hin? Nein! Wow, was ist das denn? Nein, ist der scheiße. Wo ist der? Wow. Schieß einfach, ich weiß nicht, wo er ist. Gott! Da brauche ich ja alles, um gegen den zu gewinnen. Oh nein, bin ich traurig. Bin so traurig. Na, toll. Okay, wir sind ja hier bei Übermacht den Meister, gell? Eieiei.
Ich will mal ganz kurz gucken. Ich verstehe das nicht ganz, wenn wir irgendwas aufgerüstet haben. Haben wir das dann für immer oder wie sieht die ganze Sache aus? Anti-Energieimpuls. Weil wir haben doch immer irgendwas, ist dann dauerhaft da. Ist es dann das da? Das ist meine Lieblings, glaube ich. Leistungslevel 15 erforderlich. Hä? Hä, wie jetzt? Leistungslevel 15? Ach, kriegen wir die dann direkt von Anfang an? Forschungsfortschritt. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Aufnahme und am Ende der 6. Folge. Eigentlich wollte ich ja gar nicht so viel Stück aufnehmen, aber wenn es läuft, dann läuft. Dann müssen wir das mal ausprobiert. Also an sich müssen wir den neuen Bösen da umbringen wie den Brei, würde ich sagen. Wir müssen ihn halt, also was ich brauche, ist Päckchen, am besten 2 Päckchen zum Mitnehmen, die Astronautenfigur und sehr viel extra verlängertes Harz- und Versehrtheitsding. Ja, genau. Das ist so das, wo ich meinen würde, okay, damit könnte man das schaffen, weil an sich ist seine... Ich bin jetzt nur bis zum 2. gekommen, aber es ist ja ähnlich wie die vom Preik, was er macht. Bloß er ist halt sehr schnell in der Luft und er macht dieses Ding, wo er diese Auren macht. Also damit, wenn wir da mit dem Schub rangehen und ihn dann unterbrechen, dann dürfen wir eigentlich auch keine Lebensenergie verlieren. Das wird mein Ziel sein. Ja, genau. Und deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.